Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Kürzlich hörte ich eine kleine, gute Geschichte. Ich habe sie irgendwo gehört oder gelesen und ich hoffe, ich erzähle sie richtig. Da ist ein junges Mädel, die ist Christin geworden. Sie hat sich entschlossen, dem Herrn zu gehören. Und nun steht sie ganz allein in einer völlig ungläubigen und gottlosen Umgebung. Und da klagt sie eines Tages einem alten Christen ihr Leid. Es sei doch nicht so einfach, wenn man so allein stünde und so verachtet würde, weil man Jesus angehört. Und da sagt dieser alte Christ, das hat mir Freude gemacht, das kann manch einer jetzt auf sich beziehen, der in derselben Lage ist wie dieses Mädchen. Da sagt dieser alte Christ, oh, du weißt ja gar nicht, wie wichtig du bist. Mädchen, du bist ja eine Partisanin Gottes im Feindesland. Du bist ja ein vorgeschobener Brückenkopf Gottes. Du bist ja, und das war eigentlich fast eine Grenze, du bist ja vielleicht mitten im Feindesland ein Landeplatz für den Heiligen Geist. Mir hat das gefallen, dieser Ausdruck, ein Landeplatz für den Heiligen Geist. Das Mädchen bekam daraufhin Mut. Wie sollte man nicht Mut bekommen, wenn man begreift, dass Gott mit einem einzelnen Menschen viel vorhat? Nun, wir haben alles nötig, meine Freunde, Mut zum Glauben zu bekommen. Es geht uns wie jenem Papua, von dem Missionar Nommensen erzählt, der sagte, am Sonntag im Gottesdienst ist mein Glaube so groß wie eine Hütte und am Montag ist mein Glaube so klein wie ein Reiskorn. So ähnlich geht es uns auch oft, nicht? Wir haben nötig, dass wir Mut bekommen zum Glauben. Und man bekommt Mut, wenn man sich klar macht, dass Gott uns brauchen will und wozu er uns brauchen will. Aber meine Freunde, noch mehr Mut zum Glauben, das ist meine Erfahrung, bekommen wir, wenn wir, jetzt rede ich mit den Worten des Hebräerbriefs, wenn wir aufschauen auf Jesus, der sich gesetzt hat zur Rechten Gottes. Das macht Mut zum Glauben, auf Jesus sehen, den Gott erhöht hat über alles. Und zu diesem mutmachenden Aufblick will uns unser Textwort aufrufen. Der Herr ist König, des freue sich das Erdreich. Ich überschreibe diesen kurzen Text und die Predigt, was Mut macht zum Glauben. Was Mut macht zum Glauben. Erstens, der Herr ist König. Der Herr ist König. Das so in die Welt schreien würde, auf der Kettlicher Straße brüllen, der Herr ist König, da würden Leute mich fragen, welcher Herr? Dann würde ich sagen, komm mit mir im Geist nach dem Hügel Golgatha vor den Toren Jerusalems. Da stehen drei schreckliche, gräuliche, blutige Kreuze, an denen Männer sterben. Und der in der Mitte, den meinen wir, wenn wir sagen, der Herr ist König. Ich gebe zu, das ist unwahrscheinlich. Ein Gehängter ist unwahrscheinlich. Das Evangelium ist eine unwahrscheinliche Sache. Den meinen wir, wenn wir sagen, der Herr ist König. Da hängt er ausgestoßen von jedermann, von seinem Volk und von den Heiden, von seiner Kirche und von der Justiz, von den klugen Leuten und vom blinden Pöbel. Ein Prophet sagt von diesem gekreuzigten Jesus, er war der allerverachtetste und unwerteste. Die Bibel hat keine Übertreibungen. Wie viel sind Menschen verachtet worden? Und Jesus war der allerverachtetste und unwerteste. Da hängt er und das Schrecklichste ausgestoßen.
gestoßen vom lebendigen Gott. Da hängt er beladen mit unserem Schmutz und Sünde und dem Schmutz und der Sünde aller Welt. Ausgestoßen von Gott und Menschen. Geächtet, gerichtet von Gott und Menschen. Der Herr ist König, das ist gemeint. Das Evangelium. Der Arbeiterdichter Fritz Woike, der hat einmal so dieses Ineinander war Jesus von seiner Niedrigkeit, von seiner Herrlichkeit, seinem Kreuz und seiner Krone zusammengesehen in einem schönen Vers. Der heißt so, Ave Christus, gnadenreich. Wer ist dir, o König, gleich? König, lass mich deine Hände küssen, die den Schuldbrief einst zerrissen. Hingezahlt mein Lösegeld. Sei gegrüßt, du Herr der Welt. Doch Herr ist König. Leute würden mich fragen, wer ist König? Noch einmal fragen wir so. Wer ist gemeint? Wer? Welcher Herr? Welcher Herr ist König? Und darauf müssen wir merkwürdigerweise die Antwort geben. Der ist König, der gar kein bisschen Macht hatte und gar kein bisschen Macht wollte. Lieben Freunde, je älter ich werde und ich werde uralt, desto mehr kommen mir die Menschen immer mehr vor, das gehört nicht dazu, desto mehr kommen mir die Menschen immer mehr vor wie Wettläufer. Wie Wettläufer, die mit keuchendem Atem rennen um den vordersten Platz, um Einfluss, um Macht. Das ist an jeder kleinen Schule, wer wird Rektor, nicht? Und in jedem kleinen Betrieb, das ist ein Rennen um die Macht vorne. Und das sind Bonzo, du liebe Zeit, wenn man so emeriti durchschauen könnte, nicht? So dieses Rennen um die Macht. Hoffentlich vergessen sich darüber, dass wir auch noch da sind, nicht? Und das ist in allen Hauptstädten der Welt so, das ist in der ganzen Welt so. Das ist in der Kirche sogar so, nicht? Ein atemberaubendes, keuchendes Wettrennen, wer vorne ist. Und da ist einer, der ist stehen geblieben, der ist nicht mitgelaufen. Der hat sogar rumgedreht und ging in die andere Richtung. Das ist Jesus. Er ging in die Niedrigkeit. Lesen Sie mal die Geschichten von Jesus. Nichts von Macht. Er entäußerte sich selbst. Er hat sie weggelegt. Und da lacht die Welt. Was meinen Sie? Sagen Sie das mal so einem, der rennt. Das ist Jesus. Der hat gar keine Macht gewollt. Da lacht die Welt und sagt, ja, na, so kann man nichts werden. So kann man nichts werden. Da sage ich, arme Welt, der Herr ist König. Verstehen Sie? Das ist die Antwort Gottes. Der Herr ist König. Dann nach der anderen Richtung ging. Unerhört. Ich habe so gern die Himmelfahrtsgeschichte. Sie werden mir ja schon gemerkt haben, dass diese Predigt so dem Himmelfahrtsfest noch so ein wenig ins Gehege kommt. Und ich muss offen gestehen, ich kann mich von dem mir so lieben Himmelfahrtsfest schwer trennen, nicht? Ich habe einfach den Sonntag noch so ein bisschen zugeschlagen. Ich habe so gern diese Himmelfahrtsgeschichte. Wie Jesus da seine Jünger auf den Ölberg führt und ihn eröffnet. Denken Sie, der Mann da aus Nazareth, der mit den Nägeln malen noch, den kein Mensch anerkennt. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und dann eine Wolke nahm ihn vor ihren Augen weg. Und ich sage nochmal, die Bibel lässt uns hinter die Wolke sehen. Und hinter der Wolke ist der starke Gott, der seinem Sohn sagt, komm, setz dich zu meiner Rechten, bis dass ich alle deine Feinde lege, zum Schemel deiner Füße. Der Herr ist König. Ah, lieben Freunde, wenn Glaube müde werden will, dann darf man da aufschauen auf den, der sich gesetzt hat zu Rechten des Vaters. Dem ich alles zutrauen will, auch die Sache meiner Seele anbefehlen will, der Herr ist König.
Nun muss ich allerdings ein kleines Geständnis ablegen, dass diese atemberaubende Botschaft, dass über alle Welt, nicht nur der Kirche, sondern über alle Welt Jesus König ist, eine solche Botschaft ist, dass sie mich oft wirklich verwirrt. Sehen Sie, da gibt es tapfere Männer, ich denke so an Männer wie Niemöller, die mal ganz ernst damit machen und sagen, der Herr ist König. Und da gehen sie die Welt hinein und sagen, hört mal, der Herr ist König. Jetzt hört mal auf mit euren verfluchten Kriegen. Hört auf mit euren elenden Atombomben. Nieder mit den Waffen. Der Herr ist König, der will das nicht. Das ist richtig? Das ist die richtige Konsequenz? Lieben Leute, ich bitte Sie, seien Sie nicht in der politischen Versammlung, wo sofort, wenn man Ihr ein Wort hört, ein Kurzschluss entsteht und man kann nicht mehr denken. Denken Sie mit. Christen sind nie Kurzschlussmenschen. Es gibt tapfere Männer in der Welt, die zu den Mächtigen der Erde gehen und sagen, macht Schluss mit euren Korruption, eurer Ungerechtigkeit, euren falschen Justizurteilen, eurer Unterdrückung. Ich denke an meinen Freund und Bruder Casalis in Straßburg, der den Franzosen sagt, macht Schluss mit Algerien. Hört auf. Der Herr ist König, der will das nicht. Und wenn ich sowas höre, dann denke ich auch, wenn wir alle den Mut so hätten, einmal die Königsherrschaft Jesus so ernst zu nehmen und so auszurufen, in die Welt zu schreien, nicht? Dass die Welt das hören soll, der Herr ist König und sein Wille gilt. Und nicht eure Furcht und Angst und Egoismus. An den Mächtigen der Erde sagt, der Herr will, dass ihr dient und nicht herrscht. Und zu gleicher Zeit, meine Freunde, weiß ich ganz genau, die Bibel sagt es, dass das Königtum Jesu ein großes Geheimnis ist, das nur die kennen, die Jesus gefunden haben. Die Welt kapiert das Königtum Jesu nicht. Sie kann es nicht begreifen. Und das ist das andere, das man uns sagen möchte, dann lass die Welt ihre törichten Wege laufen. Sehen wir zu, dass der König Jesus in seiner Gemeinde Herr wird. Sehen Sie, ich sage, die Botschaft, der Herr ist König, ist so atemberaubend, dass sie mich oft verwirrt. Und dass ich oft hin und her gerissen bin. Ich sagte, ich lege ein Bekenntnis ab. Und wer zwischen diesem hin und her gerissen sein nichts weiß, ich glaube, er hat noch nicht viel begriffen von dem Königtum Jesu. Ich lasse es hier offen, da muss jeder seinen Weg gehen, aber eins weiß ich, dass Jesus wiederkommen wird. Und dann wird sein Königtum aller Welt offenbart. Wenn Jesus wiederkommt, dann muss die ganze Erde sehen, bekennen, ob sie passt oder nicht. Doch, Herr ist König. Und dann beginnt ein Regiment, wo man sagen kann, des freue sich das Erdreich. Ich bin froh, dass all die Probleme, die das mit sich bringt, dass Jesu Königtum so verborgen ist, gelöst werden, wenn er wiederkommt. Und ich muss sagen, die Weltgeschichte eilt mit Riesenschritten auf die Offenbarung der Königsherrschaft Jesu zu. Wir sind bald am Ende. Und nun zweites. Was Mut macht zum Glauben? Der Herr ist König. Zweitens, er kann gut regieren. Er kann gut regieren. Hier steht, der Herr ist König, darum freue sich das Erdreich. Also zweitens, Jesus kann wohl regieren. Das will sagen hier unser Text. Der Herr ist König und es gibt keinen anderen, der so wundervoll regieren kann. Und darum kann das Erdreich sich freuen, dass es solch einen König bekommen hat. Der Herr ist König, das freue sich das Erdreich. Sehen Sie, es geschieht ja permanent in dieser Welt, dass Präsidenten, Diktatoren, Könige zur Macht kommen. Jetzt ist Türkei gerade mal wieder so richtig dran, nicht? Das geht immer so reihum in den Ländern der Erde.
Und jedes Mal, wenn irgendeiner zur Macht kommt, dann gibt's ein großes Bohai, Volksjubel, Fahnen schwenken, Böller schießen. Und doch, wer ein bisschen durchschaut, der muss oft denken, man möchte lieber weinen und klagen, armes Volk. Armes Volk. Das bisschen hier für die Türkei, die kenne ich nicht. Bezog sich auf die Erinnerung ans Jahr 33. Man möchte all den Jubel oft schreien, armes Volk. Anders ist zwar Jesus, doch Herr ist König, der sagt der Geist Gottes, des freue sich das Erdreich. Hier ist einer, der regieren kann. Das kann man erfahren, meine Freunde. Das kann man einfach erfahren. Ich habe meinen Jungs oft erzählt von dem norwegischen Missionar Lars Olsens Krefsrud. Der hat mich sehr beschäftigt. Der war in seiner Jugend da am Hardanger Fjord ein wüster Schläger. Eine Gefahr für seine Umgebung, bis er im Gefängnis landet. Und da kommt dieser Burschen Neues Testament in die Hand. Und da kommt Jesus zu ihm. Und da sieht er den Mann in der Dornenkrone und den, der auffährt gen Himmel und wird sein Eigentum. Nun, meine Freunde, geschieht eine große Änderung. Nun regiert Jesus diesen starken jungen Mann. Und wie regiert Jesus? So, dass dieses verkorkste Leben ein Segen wird, ein gewaltiger Segen. Es reizt mich jetzt von Krebsruhe zu erzählen, aber das ist eine Nebenlinie nicht. Ein gewaltiger Segen. An einem Mann wird deutlich, dass Jesus regieren kann. Kommt ein Mensch, meine Freunde, unter das Regiment Jesu, dann wird an diesem Menschen deutlich, wie fein Jesus regieren kann. Und das wird an Familien deutlich. Ich denke im Augenblick bei diesem Thema immer an eine bestimmte Familie, die so Krach hatte, dass sie völlig auseinanderbrach. Junge, prächtige Leute, aber beide profitiert. Und dann kommt er, ganz merkwürdig, und wird durch einen gewaltigen Angriff Jesu zum Glauben. Und sie wehrt sich mit Händen und Füßen und ein Jahr später ist sie Jesu Eigentum. Und nun fangen sie miteinander neu an. Sie waren auseinandergelaufen. So wie Hundchen auseinanderlaufen, nicht? So Mode heute. Das Bartchen läuft aufeinander. Wir sind mehr Menschen, wir sind Viecher geworden. Nun fangen sie neu an. Unterm Regiment Jesu Christi. Und nun wird's neu. Nicht ganz einfach oft. Gibt Probleme. Aber unter Jesu Regiment wird es nun schön und neu. Jesus kann regieren, lieben Freunde. Er kann gut regieren. Sehen Sie, einfach, weil er anders regiert als alle Regierungen der Welt. Sehen Sie, eine Regierung dieser Welt, die kann gar nicht anders, als dass sie anfängt, womit? Mit Polizei. Als im Jahr 45 alles kaputt war, das erste, was aufgestellt wurde, Polizei. Man hieß Polizei, aber sie war mal da. Ich habe mich richtig gefreut, dass erstmal Polizei da war, nicht? Und wenn die Polizei steht, dann kommen die Finanzämter. Und es ist natürlich klar, dass, naja, ich habe hier keine politische Rede zu tun, das begreifen Sie hoffentlich. Jesus regiert ernsthaft anders. Er fängt damit an, dass er innerlich einem Menschen das Herz abgewinnt durch seine Liebe. Dass ein Mensch entdeckt, mich elenden Arm verloren mit, liebt er bis zum Tode. Wem anders sollte ich mich ergeben? Und dann nimmt er sich um uns an wie ein guter Hirte. Er bringt unser Leben in Ordnung. Durch sein Blut, das reinigt und vergibt. Durch seinen Geist, der ordnet und regiert uns ganz innerlich. Durch seinen Geist und sein Wort. Und in seinem Reiche gibt es eigentlich nur ein Gesetz. Ein Neugebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebet. Das ist wohl regiert, nicht? Das ist gut regiert. Dieser Herr ist König. Ich verstehe, dass der Psalmist ausruft, das freue sich das Erdreich. Und nun muss ich das Entsetzliche aussprechen, was alle wissen und was jetzt doch am Tisch gelegt werden muss. Der Herr ist König, das freue sich das Erdreich. Das Erdreich denkt ganz und gar nicht daran, sich zu freuen. Das Erdreich lehnt Jesus und seine Regierungskunst ab.
Er ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Die Herzen hängen sich lieber an jeden machtgierigen Scharlatan, ehe sie Jesus etwas zutrauen, als König. Das Zeichen seiner Liebe, sein Kreuz, wird kultisch und liturgisch eingekapselt. Und man kreuzt sich ihn täglich neu. Und der Tag seiner Thronbesteigung wird zum albernsten und makabersten aller Feste, zum Vatertag, zum Tag der Strohhütchen und der Herrenpartien. Der Tag der Thronbesteigung Jesu. Armes Erdreich. Und da ist kein Wunder, dass das Erdreich sich nicht freuen kann, sondern dass Elend und Jammer und Streit und Angst und Furcht einkehren. Wer lebt in Furcht? Ist an Jesus gescheitert? Oh nein. So bleibt da seine Verheißung. Das kommt, wenn er wiederkommt. Der Herr ist König, das freue sich das Erdreich, das wird kommen, wenn er in Herrlichkeit wiederkommt. So ist das Wort und Verheißung auf sein Wiederkommen. Aber lassen Sie mich noch kurz und letztes sagen. Wenn denn heute die Welt das nicht hören will, dann wollen wir anfangen, uns zu freuen. Die Bibel und das Reich Gottes und die Welt ist so voll Probleme, dass ich einfach wieder dahin flüchten kann, dass ich so ein Wort für mich übersetze. Doch Herr ist König, des freue sich mein Herz. Und ich bin überzeugt, dass mein Herr und Heiland damit einverstanden ist. Und ich möchte euch bitten, im dritten Teil, dann wollen wir anfangen, uns zu freuen, dass der Herr König ist. Das bedeutet nämlich sehr viel. Das macht Mut zum Glauben. Ich will das nur so eben skizzieren. Sehen Sie, wenn ich morgens die Zeitung aufschlage, da wird einem doch Angst, nicht? Da hat Khrushchev wieder getobt und Eisenhower und Adenauer und Ollenauer und all die Hauers da. Und da wird einem Angst, wohin schlindern sie alle miteinander. In einer großen Zeitung war in diesen Tagen ein Artikel, dass all die Kriege entstanden, weil die Männer, die verantwortlich waren, die Dinge nicht mehr in der Hand halten konnten. Wenn ich die Zeitung aufschlage, bekomme ich Angst. Ihr nicht? Es gibt Leute, die schlagen es einfach gar nicht mehr auf, hat auch was für sich. Aber es ist ein ganz klein bisschen Vogelstrauß-Politik, nicht? Und dann darf ich mir sagen, doch Herr ist König. Keine Bange, Wilhelm Busch, die Machtfrage ist gelöst. Ich kann lachen über alle Ängste hin, doch Herr ist König. Er wird wiederkommen, dein treibt alles so oder so. Plötzlich wird es nicht mehr bloß dunkle Wolken, sondern wir sehen wie dunklen Wolken hinüber die helle Sonne. Doch Herr ist mein König, des freut sich mein Herz. Das bedeutet, nun bin ich nicht mehr ein Spielball von Modemeinungen. Denken Sie mal, was so ein richtiger Deutscher etwa um 60 hat alles glauben müssen, nicht? In den letzten 60 Jahren. Und wenn ich sagen darf, der Herr ist mein König, bin ich nicht mehr Spielball der Modemeinungen. Auch nicht mehr Spielball der dämonischen Mächte aus dem Abgrund. Davon wissen wir, wie der Teufel mit uns spielen kann. Wenn ich sagen kann, der Herr, der Mann in der Dornenkrone, der mit seinem Blut mich erkauft hat, der mich teuer genug erkauft hat, der ist mein König, dann bin ich dem entnommen. Doch Herr ist König, mein König, das freue sich mein Herz. Das bedeutet, nun wird er auch mit mir fertig werden. Seien wir mal ganz ehrlich, Freunde, werden Sie mit sich fertig? Ich nicht. Wer wird mit sich fertig? Es ist keiner hier, der nicht gern den Willen Gottes tun möchte. Und wer tut es? Es ist so viel Heidentum, Rebellion, Unglaube, Zweifel, Gottlosigkeit hier drin, in unser aller Herz. Und wir werden nicht mit fertig. Doch Herr ist König, mein König.
der mich am Kreuz mit seinem Blut erkaufte. Jetzt darf ich glauben, er wird fertig werden mit mir. Er wird sich unterwerfen, was sich gegen ihn erhebt, was mich dem Teufel unterwerfen will. Das Geheimnis einer christlichen Heiligung besteht im Glauben, dass ich glaube, der Herr ist mein König, das freue sich mein Herz. Der Vater hat ihm gesagt, ich lege deine Feinde zum Schemel deiner Füße, auch die Feinde, die hier drin sie erheben, gegen ihn. Sehen Sie, das ist eine große Sache zu wissen, er ist mein König. Da sieht man die Welt und die Nöte und Probleme seines Herzens auf einmal im Glauben an. Anders. Und so möchte ich Sie bitten, warten wir, bis der Herr wiederkommt, dann wird das Wort ganz wahr werden. Und inzwischen soll es unter uns gelten, dass der Herr ist mein König, des freue sich mein Herz. Wem anders sollte ich mich ergeben, o König, der am Kreuz verblieb? Hier opfere ich dir mein Gut und Leben, mein ganzes Herz ergießet sich. Dir schwöre ich zu der Kreuzesfahne als Streiter und als Untertan. Lassen Sie uns beten. Herr, öffne du blinde Augen in dieser blinden und dunklen Welt, dass wir es fassen, sehen und froh werden. Du bist König. Nun darf ich mich freuen. Amen.